wir stehen hier in der Diskastraße, Höhe der Hausnummer 199. Die Feuerwehr Leipzig wurde gegen 12.37 Uhr alarmiert zum Brand B2, Brandgebäude. Und die Kollegen sind schon auf Sicht gefahren. Es hat also im Hinterhof eine Scheune gebrannt und die wurde im ersten Angriff mit dem ersten Löschzug versucht zu bekämpfen. Des Weiteren griff das Feuer dann über auf ein weiteres Gebäude und auf einen Dachdeckerbetrieb, wo erhebliche Brandlasten vorhanden waren. Das Feuer war schwer also unter Kontrolle zu bringen. Wir hatten massive Probleme, Löschwasser an die Einsatzstelle zu bekommen. In der Folge wurde ein zweiter Löschzug nachalarmiert, zwei Großtanklöschfahrzeuge. Wir sind momentan mit den Berufsfeuerwachen West, Südwest, Süd und den Freiwilligen Feuerwehren Grünau, Wiederitzsch vor Ort und sind nach wie vor noch mit zwei Drehleitern dabei, denn die beiden Dachstühle der beiden Gebäude, das Feuer zu bekämpfen. Ja, die Schwierigkeit war jetzt erstmal, dass wir eben sehr wenig Wasser hatten und aufgrund der hohen Brandlast, was ich sagte, des Dachdeckerbetriebes eben eine starke Rauchwolke kam. Dachpappe, Sie haben es gesehen wahrscheinlich, also sehr schwarze Rauchwolken. Wir haben also auch mit dem Gerätewagen Messtechnik Messung vorgenommen, aber es bestanden keine Gefahr für die Bürger und für die Umgebung momentan. Wir haben das Feuer jetzt unter Kontrolle und jetzt geht eigentlich der zeitintensive Einsatz los. Jetzt müssen wir also Stück für Stück den Dachstuhl aufnehmen, mit Einreißhaken einreißen, um an die Glutnester ranzukommen. Und die sogenannten Restlöscharbeiten, denke ich mal, werden sich jetzt noch über Stunden hinziehen. Wir müssen natürlich gucken, wir sehen das Wetter, es ist noch schon sehr warm. Und wir müssen also auch die Einsatzkräfte, die unter Artenschutz arbeiten, mit Wasser versorgen und müssen auch regelmäßig Personal tauschen. Brandursachenermittlung liegt der Polizei, da kann ich mich jetzt ja nicht äußern. Und wir haben aufgrund der Rauchwolke also zwei verletzte Personen, also eine Mutter mit einem Kind, die wir auch ins Krankenhaus transportiert haben. Thank you.